Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ILM Talk. 2 Wochen ist es jetzt genau her, seitdem ich das Interview mit Andreas Clement gemacht habe über seinen David und Goliath bei Rosins Restaurant. Und es gab extrem viel Resonanz auf das Video, hauptsächlich 8% positiv, also auch für Andi, was mich sehr, sehr freut. Und natürlich gab es auch ein paar Kommentare, die nicht so schlecht waren, aber es wurde ganz oft gewünscht, mach doch bitte einen zweiten Teil. Ich würde gerne wissen, wie es Andi jetzt geht. Und da freue ich mich sehr, dass Andi heute Abend sich nach seinem Feierabend Zeit genommen hat. Und er ist hier und ich werde ihn jetzt ein paar Sachen fragen. Hallo Andi, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Aufnahme. Es liegt jetzt ja genau 2 Wochen zurück, seitdem wir unser Interview gemacht haben. Was ist denn seit der Ausstrahlung bei dir passiert? Ja, erstmal hallo Iva, was ist passiert? Seit der Ausstrahlung, also es war ein kurzer Boom da von 3-4 Tagen, wo ich kaum mit den Bestellungen nachkam. Mittlerweile hat es jetzt erstmal ein bisschen nachgelassen. Die Leute haben, glaube ich, erstmal ihre Burger gegessen und sind da gesättigt. Also ich denke, der nächste Boom ist dann nochmal vorhanden, wenn wir jetzt aktuell im Sommer nochmal die Lokale öffnen dürfen und wir wieder ganz normal Betrieb führen dürfen, so dass die Leute rausgehen, sich hinsetzen. Ich hoffe natürlich, dass die Angst bei den Leuten natürlich nicht so groß ist, dass die dass sich das von dem Corona-Verhalten so drauf ausschlägt, dass keiner sich traut, da wirklich die Gastro zu besuchen. Ja, verstehe. Also war es denn der erhoffte Erfolg, den du dir gewünscht hast? Ich meine, du hast natürlich einen ganz anderen Erfolg, aber jetzt, wenn du Kollegen dir ansiehst, die jetzt auch alle auf Lieferdienst umgestellt haben, bist du denn zumindest da zufrieden für dich? Also ich kann nicht für meine Mitbewerber sprechen. Also ich gucke da auch nicht drauf. Ich habe da so meine Scheuklappen auf. Ich ziehe mein Ding durch. Und also ich denke mal, dass ich das Glück habe von sehr wenigen, dass ich überhaupt arbeiten kann, dass das läuft, dass die Leute mich auch annehmen und auch den Lieferservice annehmen. Klar, also besser kann es immer sein, aber ich bin zufrieden. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Wie viele Bestellungen kriegst du denn so am Tag so rein? So bei Pi mal Daumen. Ja, also das ist jetzt, sage ich mal, im Durchschnitt sind wir gerade nach Ostern so bei 20, 25 Bestellungen pro Tag. Ich meine, die Leute jetzt nach den Osterferientagen, ne, es war schönes Wetter, die haben gegrillt, haben zu Hause gut gegessen, ne? Also aber auch da wird auch wieder mehr. Wie viele Bestellungen brauchst du denn normalerweise am Tag? Also du kriegst vor 25, wie viel brauchst du eigentlich mindestens an Bestellungen? Also Mindestbestellungen sind natürlich pro Tag schon so 40, okay. 40 die sollte ich schon drin haben. Okay, verstehe. Und bestellen die Leute eher abends oder mittags? Welches Geschäft ist das stärkere? Also das Geschäft besteht hauptsächlich abends. Mittags ist nach wie vor ein Randgeschäft. Ich hoffe, dass sich das auch bessert oder dass ich da für mittags irgendwie mein Angebot dann mittags sich oder sowas ausbauen kann und dass die Leute Bock drauf haben und dass man da auch, Kooperation eingehen kann mit Leuten, die im Büro sitzen, wo man sagt, okay, hier, bringe euch ein bisschen Lunch, so Lunchbags vorbei oder worauf habt ihr Bock? Ich gucke, dass ich das herrichten kann und euch das bringe. Ich habe auch gelesen, dass du jetzt auch eine Spende bekommen hast von 2 Taschen in Darmstadt, die dir Burger im großen Stil abgekauft haben. Was war das für eine Aktion? Genau, also der Herr von 2 GmbH hat sich bei mir gemeldet. Der Ursprung war eigentlich dahinter, also ich hoffe, es ist jetzt gerade recht, dass wir darüber sprechen. Aber der hat mich angeschrieben und hat gesagt, hier, ich habe dich gesehen und ich finde das gut, was du machst. Und er wollte
das Krankenhaus oder ja, unterstützen, indem er, sag ich mal, Mundschutz für die herstellt. Ist ein Taschenhersteller. Das ist toll, ja. Aus Weiter. Und dort war aber der Bedarf jetzt nicht da. Die haben gesagt, sie sind gedeckt mit Mundschutz und hat er sich halt überlegt, okay, was kann ich machen? Und hat gedacht, okay, ich unterstütze die halt, indem ich dann halt Summe X spende oder jemanden gebe, der damit eine Versorgung für die Intensivstationen gewährleisten kann. Mhm. Ja? Und dann habe ich mich halt kurz mit ihm kurz geschlossen und wir haben telefoniert und geschrieben. Ich habe gesagt, was machbar ist in meinem Rahmen und fand er toll. Wir haben heute war der zweite Tag, genau, ich muss jetzt gerade erstmal überlegen. Heute war der zweite Tag, wo wir ausgeliefert haben. Ich habe auch schon von der Station ein Foto geschickt bekommen mit einem Danke und alle happy und freuen sich. Und sind da auch dankbar drüber, dass das gemacht wird. Genau, wir haben auch schon geplant, wann die auf Station Burger essen können. Da sind sie ganz wild drauf, haben schon gefragt, wie weit das umsetzbar ist. Auch dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Und die nächsten 20 Tage, genau, werde ich da für den guten Zweck das Krankenhaus mit unterstützen. Mit meiner Arbeit. Finde ich super. Also tolle Aktion von euch beiden. Ich habe auch gesehen, du hast jetzt auch eine Brille neu. Was? Woran liegt es? Warum brauchst du jetzt eine Brille? Naja, ich brauche eigentlich schon immer eine Brille. Also ich trage eigentlich schon seit ich 7 bin eine Brille. Ja, nur nicht so gerne wie manche andere. Und da die Brille beim Arbeiten manchmal auch sehr hinderlich ist, wegen Beschlagen, Fett etc. pp., ne, ziehe ich sie hauptsächlich auch beim Autofahren, Fernsehen, da wo es halt dann wirklich nötig ist. Ansonsten laufe ich dann gerne auch nur blind durch die Gegend. Bei unserem letzten Video, das ja erst 2 Wochen her ist, gab es einige Fragen auch. Eine zum Beispiel auch, hast du mittlerweile eine Wohnung schon gefunden? Das war eine ganz wichtige Frage. Ach so, ja, also wohnungstechnisch bin ich versorgt, das ist alles gut. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Also mir geht es da gut privat. Die andere Frage war wegen David. Das war ja im Video auch so groß zu sehen, dass er plötzlich dann nicht einfach abgehauen ist. Wir haben alle gefragt, ist David überhaupt nochmal zurückgekommen? In dem Bezug kann ich das verneinen. Der David ist nicht mehr zurückgekommen. Das Arbeitsverhältnis ist auch beendet. Aber ja. Hat keine Gründe gesagt. Habt ihr denn wenigstens noch gesprochen miteinander nach? Nee, also es kam, also wir hatten ein kurzes Gespräch, aber das ist, hat sich erledigt. Also wir sind jetzt im Guten auseinandergegangen, alles gut. Und ne, Reisen soll man nicht aufhalten. Alles gut. Okay. In diesem, also gerade jetzt, wer dann nach Corona noch eine gute Stelle sucht, ne, ist hergekommen. Also das heißt, das ist ein offizieller Aufruf. Du hast ja jetzt auch Lieferservice. Sind deine Service-Mitarbeiter jetzt die Fahrer oder hast du eigene Fahrer eingestellt? Also ich hatte angefangen mit Lieferando, wollte das bei Lieferando starten. Da gab es jetzt einige Schwierigkeiten, deswegen ist Lieferando nochmal zurückgestellt, bis die Schwierigkeiten dort alle behoben sind. Und dann hoffe ich, dass demnächst auch das wieder über Lieferando starten kann. Ansonsten habe ich gerade eigene Fahrer und einen eigenen Lieferdienst. Wäre natürlich super, wenn er nach Corona weiter angenommen wird und ja, sich trägt und weiter, also ich meine, ist alles ausbaufähig. Ne? Es kommt halt immer darauf an, wie die Leute das annehmen und was mich natürlich freuen wird. So, servus Leute, ich will gerade euch mal zeigen, wie David und Goliath in der Corona-Zeit für euch arbeitet. So. Hier draußen befindet sich die Lieferkarte, ne? So, die Lieferkarte, Bestellnummer,
Dann einmal bitte achten für alle Leute, die to go sind. 2 Meter Abstand halten. Vielen Dank. Ne? So. Dann bitte nur einzeln eintreten. Dann haben wir hier wieder einen erneuten Abstandshalterung. Dann die Abstandshalterung zur Kasse. So, hier hinten wird schon gearbeitet. So, dann haben wir hier unsere Dispositionsecke für eure ganzen Bestellungen, die dann reinkommen. Dann haben wir hier Fahrerkabine 1. Ne? Wir müssen ja immer schön den Sicherheitsabstand anhalten. So, und dann natürlich, wir laufen 2 Meter weiter und schwuppdiwupp, hier haben wir Fahrerkabine 2. So, und wie ist das in deiner Kabine so? Sehr schön. Sehr schön. Also hört ihr, also allen Leuten geht es hier gut. Ne? Hier auch nochmal beschriftet, Fahrerkabine 2. So, nur dass ihr mal wisst, wie hier gearbeitet wird in Hochzeiten von Corona. Was ja auch in der Sendung dann jetzt, wovor du ja auch Sorge hattest, jetzt offiziell geworden ist ja deine Krankheit mit Tourette. Hast du da positive Resonanz auch bekommen von Leuten? Oder? Also was... Also nach der Sendung war das ganz krass. Also es haben mir ganz viele Leute, unterschiedliche Leute geschrieben, wirklich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Also es war wirklich bewegend, die alle eine große Anteilnahme hatten, Mut zugesprochen haben, mir viel Glück gewünscht haben und auch wirklich gesagt haben, so, dass ich sehr sympathisch rüberkam und ja, also viele waren halt wirklich bei mir und die Nachrichten waren alle toll. Ich konnte es halt für mich selber nicht verstehen, also aber es war also sehr viele freundliche Leute, die viel Kraft auch auf diesem Weg gewünscht haben. Ja. Hast du denn jetzt durch die Krise, die ja jetzt auch kam, so immer stärker auch gemerkt, dass sich das, dass du Auswirkungen auf die Krankheit hattest? Also weil du ja gesagt hast, bei Stress und so musst du es noch mehr unterdrücken. Also ich muss sagen, dass wo jetzt der kurze Hype da war, ne, und der Stress halt natürlich angezogen ist und war natürlich auch positiver Stress, ja. Da unterscheidet natürlich auch Tourette nicht, positiv, negativ, wie auch immer, glücklich, unglücklich. Das ist tatsächlich egal. Also es geht nicht darum, dass du so einen Druck hast, der negativ ist, auch wenn positiver Druck ist, dann spürst du es auch. Kann beider Seiten sein, ja. Ne? Also das ist, da unterscheidet Krankheit nicht oder Tourette nicht. Ne? Krankheit finde ich immer so negativ. Ja, also und natürlich wächst dann auch der Druck, und es ist auch schwieriger, das dann zurückzuhalten. Ja. Aber ich habe viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, der hat ja gar nichts. Und so, ich auch immer sage, es ist doch schön. Also man hat ja immer nur dieses eine Bild des Fluchens vor Augen und versteht gar nicht, wie viele Formen es davon gibt, oder? Ja, es gibt verschiedene Arten, ne? Also wie soll ich sagen, man kann es mit einer Grippe vergleichen, ja, oder mit einer anderen Krankheit. Die Krankheit ist gleich, aber die Verläufe sind anders. Ja. Ne? Also der eine hat einen schwereren Verlauf, der andere einen schwächeren, wie auch immer. Ich habe das halt schon, sage ich mal, so lange, dass ich weiß, damit umzugehen oder meinen Weg gefunden habe, damit zurückzukommen oder das zu kontrollieren. Unter anderem natürlich auch mit ein paar Hilfsmitteln, die ich natürlich benötige. Auf der anderen Seite ist das natürlich, möchte ich, wenn ich auch im Geschäft bin oder so, oder für die Leute, sage ich mal, die nur darauf warten, dass ein Tick kommt, möchte ich dem auch keine Genugtuung geben. Ja. Also ich bin, ich will kein Affe im Käfig sein, den man anschaut. Ja klar, du bist ja auch noch ein Kämpfer, das kommt ja auch noch dazu. Also
Ja. Also ich meine, wenn ich einen Tick habe, dann habe ich einen Tick, den kann ich nicht unterdrücken dann, der kommt dann raus, man merkt es oder wie auch immer, das andere kann ich ableiten, da merkt man das weniger. Wenn man mich kennt, weiß man das dann. Aber ja, also ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht auch für mich nicht mehr so meine ganzen Ticks halt ne, permanent frei haben, weil es mich natürlich dann auch einschränkt oder ja auch Kraft oder Energie braucht. Ne? Natürlich ist es da unter anderem schon gut, wenn man das dann kontrolliert und auch vielleicht nicht den einen oder anderen dann erschreckt oder verschreckt. Ja, ist es dann nicht so, dass es tatsächlich jetzt vielleicht auch eine Erleichterung ist, dass es öffentlich dadurch geworden ist? Ist es vielleicht jetzt auch nicht eine Erleichterung für dich, dass es öffentlich geworden ist, dass du Tourette hast? Dass du auch nicht das Gefühl hast, du musst dich so verstecken, das oder zu erklären, falls es kommt? Ja, also verstecken musste ich mich noch nie deswegen oder ich hab mich auch deswegen nie versteckt. Ne? Natürlich gab es da auch leichtere oder schwerere Zeiten. Aktuell bin ich froh, dass natürlich in dem Bezug wieder leichtere Zeiten sind. Wenn jemand dazu Fragen hat oder wie auch immer, stehe ich dem auch offen entgegen. Und weil ich meine, verheimlichen kann ich es nicht, früher oder später bekommt man es eh mit. Und ich bin so, wie ich bin. Und also ich muss mich da jetzt nicht verändern oder verstehen. Auf jeden Fall. Du bist ein guter Typ, das kann ich ja sagen. Wir kennen uns ja. Deswegen ist es auch immer so spannend, die Fragen jetzt so einfach weiterzugeben, weil ich auch nie mit dieser Resonanz gerechnet habe beim ersten Video. Wir haben das Video eigentlich nur gemacht so für Darmstädter Leute, die dann sozusagen die Sendung abends gucken, hätten nicht gedacht, dass es plötzlich so viral geht an dem Abend und mussten ja auch mit viel, also mit, zum Glück nicht mit ganz so viel, aber mit vielen Hatern reden. Natürlich einerseits bei meiner Technik, es war mein dritter Film, es hat bei uns der Stream zum abgebrochen. Aber auch unter dem Vorwand, das wäre ja auch alles fake. Also wir hatten natürlich auch viel positiv, du hast ja sehr, sehr 80% ist positiv für dich gewesen, das freut mich auch und alle wünschen dir ja auch Glück. Aber es gab irgendwelche Leute, die gesagt haben, ja, das ist ja alles nur fake. Und was würdest du denn jetzt dazu sagen? Ja, fake, dass du ja genau fake. Weißt. Fake. Also ich bin kein Fake, ja. Und also es gibt genügend Leute, die das halt mich auch ticken kennen oder was mitbekommen haben oder mich begleitet haben bei der Struktur, die ich da hinter mir hatte. Also wie gesagt, man lernt mit den Jahren halt auch seine Strategie zu entwickeln. Es gibt Helferlein. Entschuldigung, da müsste ich unterbrechen. Es ging nicht, der Fake ging nicht darum, dass du kein Tourette hättest, sondern der Fake war sozusagen, dass die Sendung Rosins Restaurant gefaked wird. Ach so. Dass du das nicht hast, das wäre ja... Das habe ich jetzt hier irgendwie durch die... Ja, ich habe es falsch ausgedrückt. Nein. Nein. Dass die also ich muss sagen, tatsächlich, also da kann ich alle beruhigen und es gibt ja auch mehrere Leute, die diese Sendung mitgemacht haben. Also es ist kein Fake. Ja, also wirklich nicht. Ja, die Leute stehen wirklich unangemeldet, aber ich glaube, das hatten wir ja schon beim ersten Video auch schon gesagt oder Interview. Ne? Also, die standen wirklich hier vor geschlossener Tür. Natürlich vorab kam schon mal jemand vom Einrichtungsteam, hat das hier sich angeguckt, hat ein bisschen gemessen und so, hat aber auch gesagt, ja, wir machen das provisorisch, wir gucken uns das schon mal an, falls es dazu kommt, aber es wurde alles offen gelassen. Ja? Also ich wusste nicht wann, wie, wo, also ich wusste da nicht Bescheid. Ja? Also ich wusste nur, dass diese Anmeldung durch ist, dass die Redaktion sich dafür interessiert hat und mir gesagt worden ist, dass die letzte Entscheidung natürlich beim Herrn Rosin liegt. Und ja, und dann hatte ich überhaupt keinerlei Einfluss mehr drauf. Also auch während der Dreharbeiten, ich wurde nicht gelenkt in dem, was ich sage oder was ich sagen muss. Es wurde mir nichts vorgegeben. Also es war alles ganz zwanglos und wurde halt auch so im Geschehen gefilmt. Natürlich das eine oder andere wurde im Zusammenhang geschnitten.
Weil man kann ja nicht immer, ne, also wenn man von 7 Drehtage das Material nimmt, ne, also dann ja, kommt ein bisschen mehr raus wie eine Stunde. Ja, und das muss ja irgendwie alles kompakt gemacht werden. Und geschnitten werden, ja. Geschnitten werden, so dass der Zuschauer das trotzdem nachvollziehen kann, verstehen kann, wie sind die Abläufe oder sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dann natürlich auch diese Spannung aufbauen und wieder gucken, dass es ein Happy End gibt. Ja. Ja. Das gab es ja auch. Es war, war verrückt. Mit mir ging es so, wie ich es gesehen habe und dann auch noch mit der Reportage in drin. Man hatte wirklich das Gefühl, ich will jetzt, alle waren begeistert, man will hingehen und Burger essen. Und durch die Corona-Krise war das ja gar nicht möglich. Das war ja grauenhaft und deswegen fand ich es auch toll, dass sie nachher da zusätzlich dich auch noch via Skype reingeholt haben, um über die Situation, die aktuelle Situation zu sprechen. Und du warst ja, glaube ich, der Letzte oder Vorletzte und dann wurde die Sendung ja vorerst eingestellt. So gesehen hattest du ja auch noch Glück. Ja. Ja, also das muss ich sagen, Glück, auch trotz dieser Krise, ja. Trotzdem Glück, weil ich sag mal so, wenn diese PR jetzt nicht mit auf meiner Seite gewesen wäre, wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt noch die Zahlen schreibe, die ich jetzt schreibe. Ich habe natürlich einen guten Schub und ich muss auch sagen, es kamen auch ganz tolle Leute, die echt einen weiten Weg genommen haben, obwohl ich das Lokal nicht aufhaben darf. Die einen weiten Weg auf sich genommen haben, den Burger dann in ihrem Auto verzehrt haben und mir eine super Resonanz da gelassen haben über Facebook oder per WhatsApp oder über die Medien, die halt zur Verfügung stehen. Ja, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch wirklich toll, dass du so viel positiven Zuspruch bekommen hast. Und weil du hast ja auch vieles erzählt, was man ja nicht so genau wusste. Wir kennen uns schon. Ich wusste natürlich einiges, aber es ist dann nochmal was anderes, wenn man nochmal tiefer in dem Gespräch geht und dachte auch, wow, also es ist auch sehr, sehr mutig von dir, das alles so zu erzählen. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, du bist gespannt, was sie davon bringen oder nicht. Aber letztendlich ist es ja schön, dass es dann auch geholfen hat. Also und das in dieser Zeit, die ja jetzt auch ja, wirklich für alle hart ist. Also ich glaube auch, dass natürlich, wenn die Restaurants, die noch danach gekommen wären, die hätten es natürlich auch gut gebrauchen können, selbst wie Frank Rosin. Also die haben ja auch, Tim Melzer, alle haben ja auch Probleme mit ihren eigenen Restaurants, dass sie sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Also wie soll ich sagen, in dieser Krise ist es so, dass wir alle wieder das gleiche Level erreichen. Ja, wir stehen wieder alle auf dem gleichen Level, egal wie berühmt, wie reich oder wie arm man ist. Also wir müssen uns eins merken, wir sind alle gleich. Ja? Also es ist keiner irgendwie besser oder schlechter. Und auch in dem Bezug, weil man sagt oder das gut findet, dass ich so offen bin. Und man muss sich dafür nicht heben. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen. Natürlich beim einen oder anderen sollte man gut überlegen, was man natürlich sagt, ja, und wie es natürlich gegen einen verwendet werden kann. Aber ich sag mal, einen Mensch kann man ja nur dann kennenlernen oder auch nur ja, mit Höhen und Tiefen. Und jeder hat Höhen und Tiefen und ich bin halt kein Mensch, der eine Maske aufzieht und der nach außen irgendwas vorgibt zu sein, was er dann halt nicht ist. Also ich bin in dem Sinne kein Schauspieler. Und wenn ich auch schlecht gelaunt bin oder genervt, und dann ist das so. Also und wenn es stressig ist und auch hier im Laden oder ich gerade nicht kann, also man merkt es. Also ich bin dann kein Schauspieler. So, und aber dafür ist alles, was kommt, ist ehrlich. Also man weiß immer, woran man ist bei mir. Ja, das verstehe ich. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was wünschst du dir denn jetzt für die Zukunft? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Also für die erstmal wünsche ich mir natürlich, dass erstmal, wenn diese Krise halt vorbei ist, dass natürlich jeder wieder auf seine Beine kommt und dass das halt hoffentlich auch
viele kreativ die Zeit genutzt haben, um sich neu aufzustellen. Für mich wünsche ich mir natürlich, dass ich auch mit David und Goliath wachse. Ich habe jetzt verschiedene Zuschriften auch bekommen, wo es hieß, warum hast du schon mal über Franchise nachgedacht? Willst du eine Filiale dort, die hier, Leipzig, Ostfriesland, also ganz verrückte Orte auch, ne? Die sagen, eine Filiale aufmachen. Also ich sag mal, natürlich wäre das schön, wenn ich dementsprechend auch die Leute bekomme, die da mitziehen, kann ich mir das gut, also auch gut vorstellen. Wenn es Leute gibt, die da Interesse dran haben und das dann mit mir aufbauen mögen, das fände ich super. Und ja, und ansonsten würde ich mir halt einfach wünschen, dass ich wachse, dass David und Goliath bestehen bleibt und man halt auf da drauf, was man jetzt hat, halt weiter aufbauen kann. Ja, was ich ganz toll finde, ist, dass du als allererstes an alle anderen gedacht hast. Also ich finde, das finde ich einen schönen Charakterzug, was, ich weiß nicht, ob's. Du hast erstmal gesagt, du wünschst dir, dass es allen wieder gut geht, dass alle aus der Situation gut rauskommen und du erstmal nicht an dich gedacht hast. Das hat mich jetzt gerade einfach beeindruckt, weil in der Situation, du hast wie alle anderen auch keine leichte Situation, aber ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, ich wünsche mir so, sondern das fand ich wirklich super. Das würde ich auch so gern stehen lassen, weil man sieht es uns an, es geht mir genauso, wir sind alle zu Hause, wir müssen alle irgendwie kämpfen, und aber dich mit dem Restaurant hat es einfach tausendmal schlimmer erwischt, und deswegen wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib stark, kämpfe weiter, ich hoffe, du kriegst weiterhin tolle, nette Zuschriften und Aufmunterung und auch Bestellungen natürlich. Und danke, dass du jetzt noch nach deinem Feierabend Zeit genommen hast. Und dann ganz viele Verkäufe, mein Lieber. Sehr gerne. Danke ganz dir. Ganz lieben Grüße nach Darmstadt. Bis dann. Ja, bitte. Ciao. 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 Mach's gut. Ja, das war Teil 2 mit Andreas. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir nochmal ein Gespräch führen. Das war es heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch ein Restaurant habt, wünsche ich euch viel Erfolg und haltet durch. Und wir schaffen das irgendwie. Bis dann, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.